Moin. Moin Moin. Wir sind Gerti und Mucki von Steak Dead. Demnächst beginnt die Spargelsaison. Und wir sind ja hier direkt an der niedersächsischen Spargelstraße. Gerti? Jawohl. Ja, wir machen heute mal nicht klassisch den Schnitzel mit Spargel. Wir wollen heute für euch mal einen Spargeltoast machen mit dem Wildschweinrücken, gegrillt aus den heimischen Wäldern hier. So sieht's aus. Auf geht's. So, wir haben ja gerade gesagt, die Spargelsaison beginnt. Wir wollen einen leckeren Spargeltoast für euch machen. Dazu ist noch 14 Tage hin, bis man so den Spargel kriegt, hier frisch aus der Region. Ich will euch heute mal eine andere Alternative zeigen. Bei mir ist das immer so, wir müssen das natürlich kochen, ich habe schon mal das aufgemacht hier, so, dass ich den Vorjahresspargel ganz frisch kaufe. Ich schäle ihn dann selber, man sieht das, und trockne ihn dann ein, also mit dem Lappen langsam ab und werde ihn und schweiße ihn dann ein. So, und wenn wir jetzt den Spargel offen haben, ja. Zum Kochen für diesen Spargel selber haben wir das Wasser zum Kochen gebracht natürlich. Bei der Menge habe ich so 1,5 bis 2 Liter etwa drin. Da werden wir jetzt so Pi mal Daumen etwa 1 Löffel Zucker, 1 Löffel Salz, gut gehäuft. So, und dann ein Stück Butter. Auch so etwa ein gehäufter Löffel. Kommt damit rein. Das ist für den Geschmack jetzt. So, dann, wie eben schon erwähnt, den eingefrorenen Spargel und glaubt mir eins, wenn man das richtig macht, dann schmeckt er genauso gut, als wenn ihr den gerade vom Feld geholt habt. Natürlich geht das nur mit frischem Spargel, den man sich vom Bauern holt. Gut, einfach nur rein damit. Und da ist jetzt, zieht da circa eine Viertelstunde drin. Wir wollen ja Spargeltoast machen, da muss er nicht ganz durch sein. Wir werden uns das gleich zeigen. Der Spargel hat jetzt knapp 10 Minuten gekocht. Wir haben schon jetzt runtergedreht. Ich zeige euch das mal kurz. Dadurch, dass er dann auf dem Toast nachher noch ein bisschen fester sein soll, fängt an sich zu biegen. Den lassen wir jetzt, machen wir ausgemacht, lassen wir jetzt ziehen. Wir haben ja gesagt, wir machen einen Spargeltoast. Dazu natürlich, hatten wir auch gesagt, Wildschwein, und zwar einen schönen Wildschweinrücken aus dem heimischen Revier. Ich habe den mal hier, das ist Natur. Und den bereiten wir zuerst vor, weil der muss natürlich ein bisschen ziehen dann. Den braten wir einmal scharf an. Ich werde mit den Gewürzen gar nicht viel machen, das zeige ich euch gleich. Und dann lassen wir einen Augenblick wieder ziehen und werden dann zur Zubereitung des Spargeltoastes kommen. Fangen wir mal an. Ich habe hier ein bisschen Knoblauch klein gemacht, also einfach nur ein bisschen zerdrückt und klein gezogen. Dazu kommt ein bisschen Olivenöl. So, das reicht schon vollkommen. Dann nehmen wir einfach ganz normales Salz. Warum haust du das Salz jetzt direkt aufs Fleisch und nicht in dein Knoblauchöl? Weil ich es jetzt so mache. Ah. Und dann ist es eigentlich egal. Ich hätte es auch genau andersrum machen können, du hast schon recht. Hm. Okay. So. Also macht keinen Unterschied. Nein, macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall, ich habe die letzten Jahre mal keinen festgestellt. Mag sein, dass das einer rausschmeckt. So. Und die haben mir gesagt, wir machen das Ganze auf der Grillplatte. Vom Öl, der Grill läuft schon. Hat jetzt knapp 180 Grad, ist gerade im Kommen. Ich drehe ein bisschen höher. Und ich brate das ganz einfach jetzt einmal erstmal so an, nehme ich drauf. Aber ganz kurz, dann drehe ich es um und dann braten wir es auf dem Thymian und mit dem Rosmarin ein bisschen an, damit es noch ein bisschen Geschmack kriegt. Und dann legen wir es oben drauf zum Ziehen. So, ich habe gerade noch mal das Rosmarin auch mal ein bisschen durchs Öl gezogen, das macht alles viel aus. Legen wir jetzt drauf. So. Lass auch von der noch ein bisschen kommen. Und dann nachher so für circa 20, 25 Minuten müssen wir gucken, wie es damit da vom Durch ist. Also wir mögen es ja nicht so ganz so durch. Deswegen, ich glaube, 20, 25 Minuten müssen wir hingucken. Gucken wir es dann an. Okay, und warum machst du es auf den Kräutern? Damit der Bruch zieht ja nach oben, die Dämpfe. Ja. Das nimmt ja die besser auf. Brennt natürlich ein bisschen an, die Kräuter unten, aber das ist halt so mal so. Dass, wenn du es in der Pfanne machst, ist es ja genau das Gleiche. Knoblauch geht auch gut durch. Ich lege es jetzt einfach hier auf die indirekte Zone drauf. Indirekt, dann ziehen wir es, lass noch ein bisschen ziehen.
so circa, ich habe gesagt 25 Minuten, halbe Stunde, 120, 130 Grad werden wir es doch mal ein bisschen geben. Bis gleich. Wir kommen jetzt zur Vorbereitung des Spargeltoastes. Das Stück Wildschwein, also der Rücken, ist jetzt circa 15 Minuten drauf. Drücken wir mal kurz. Der zieht ja hier. Dann drehen wir mal kurz. In der Zwischenzeit haben wir auch Toastscheiben von einer Seite schon mal angeröstet. Warum, werdet ihr gleich sehen. So, wir nehmen die Seite zum, die geröstet ist, nach oben. Ich muss mal kurz hier die Gusspfanne rücken. Die brauchen wir nämlich gleich noch für die ganze Chose. So, den Spargel haben wir euch ja im Vorfeld gezeigt. Den haben wir jetzt vorgekocht. Manch einer mag den fester. Wir haben jetzt, bedingt durch, dass unsere Frauen das weicher mögen, den weicher gemacht. Kann man auch früher rausnehmen, ne? Dann ist er ein bisschen härter. Den belegen wir hier gleich, nachdem wir Kochschinkenschein genommen. Das ist geräucherter Schweineschinken-Delikatesse. Da kommt jeweils eine Scheibe drauf, damit das nicht so durchsuppt. Und dann kommen wir auch schon zur Belegung mit dem Spargel. Was man jetzt machen kann, dass man den gesamten Spargel drauflegt, hängt immer über. Hier ist es so, wir haben hier ziemlich große Toastbrotscheiben gewählt. Aber um das jetzt nicht nachher, dass das alles auseinanderfällt, das wird man sehen, das wird nachher ziemlich weich, werden wir den Spargel einfach halbieren. Hat doch den Vorteil jetzt, dass ich bei der Belegung, sag ich mal, wenn ich Kinder habe, es ist ja wirklich so, oder Frauen oder auch einige Männer, geht dort gleichberechtigt, die mögen nur die Spargelspitzen, ne, weil die enden ja, da gibt es ja so die Philosophien, dass man das mischen kann. Ne? So, und das kann man hier wirklich dann sich so, je nachdem, wie man es denn haben möchte, mal Spargelspitzen, mal, sag ich mal, den Rest, der ja nicht schlechter ist, weil es ist nur eine psychologische Sache. Ne? Jetzt bist du aber hier. Von der Menge würde ich sagen, ist das eine gute Geschichte. So, was dann passiert oder was man dann macht, wir haben hier eine handelsübliche Hollandaise, die, ne, je nach Geschmack, man, wer es richtig gut kann, macht das auch selber. Ne, uns fehlt leider heute die Zeit dazu. Deswegen haben wir jetzt die Hollandaise oben drauf, richtig schön. Man sagt ja, dass es in sich hat, hat sie auch. So, macht man oben drüber. So, und dann schon mal ein klein wenig, wir haben hier Paprika genommen, edelsüß ist das, glaube ich, ja, rosenscharf sogar, kann man auch nach Geschmack dann andere Sachen nehmen. So, und dann haben wir besorgt einen schönen würzigen Cheddar aus England, die Scheiben dazu. Ich nehme jetzt mal jeweils eine Scheibe, müsste meiner Meinung nach reichen. Sind aber nicht so, ich wollte das mal auseinander, leg mal oben die Mitte eine drauf. So. Und jetzt kann man das schon in den Ofen machen. Wir machen das, damit es zeitgleich mit dem Wildschweinrücken fertig ist. Werde ich die jetzt schon mal, die kann man jetzt anpacken. Und deswegen ist das auch so, deswegen haben wir die zweite Seite unten noch nicht getoastet. Die kann jetzt hier schön in der Pfanne kommen. Das muss ja nur noch ein paar Minuten jetzt warm werden. Legen wir es auf. Wir arbeiten hier auch wieder mit der Gusspfanne. Die ist für solche Sachen richtig bewährt. Wenn ihr die Gusspfanne nicht habt, Grillplatte, ihr könnt es auch über normalen Rost legen, dann vielleicht eine Aluschale, ist ja auch wieder, man kann auch andere Sachen drunter legen. Es gibt ja heute schon Grills mit anderen Platten drunter, aber das ist deswegen eine Gusspfanne, wir arbeiten ja gerne mit, das habt ihr ja mitbekommen. So, bis auf gleich. Rost geht aber sonst auch, ne? Auf den Rost ging auch. Muss man nur ein bisschen mehr aufpassen. Ja, es läuft ein bisschen rein, da muss man ein bisschen zentraler das Ganze nach innen geben. Wir sind soweit. Wir nehmen jetzt erstmal die Gusspfanne mit den Toasts vom Grill. Den haben wir mittlerweile ausgemacht. Die Gusspfanne hat ja noch genug Hitze. Zieht euch Handschuhe an, wenn ihr so eine Gusspfanne nehmt. So. Und dann nehmen wir den Wildschweinrücken. Da ist er. Wir nehmen das Messer. Und dann hauen wir hier noch ein bisschen Paprika oben drüber. Für die Optik, so, ne? Genau, für die Optik, natürlich. Genau. Wir sind ja auch außer uns noch ein paar Gourmets am Tisch bestimmt. So. Jetzt kommt der große Augenblick, wo der Elefant Wasser lässt. Und?
Oh, sehr. Gültiger Versuch, würde ich sagen. So, das Ganze. Zwei Stück, oder? Mal zwei, drei Stück trinken. Meinst du so? Jo, du bist ja nicht so überladen wirken. So, und drauf. Fertig sind die Spargeltoasts mit Wildschweinrücken. Aus der heimischen Region. So sieht's aus. Wohlbekommt's. So, wir haben gerade das Spargeltoast verköstigt. Das ist, glaube ich, ein ganz gelungener Auftakt, zumindest für uns gewesen, für die kommende Spargelsaison. Das denke ich auch. Alles der Spargel aus der Region, genauso wie das wie der Wildschweinrücken. Das Tier lief bis vor kurzem hier noch. 5 Kilometer in nördlicher Richtung lief es noch rum. Und hat auch sehr lecker geschmeckt. Ja? Auf jeden Fall. Also alles in allem eine coole Sache. Ist mal was anderes als Schnitzel mit Spargel, was auf jeden Fall auch sehr lecker ist. Auf jeden Fall. Das ist schnell gemacht. Ist eine leckere Sache, mit der man, glaube ich, die Gäste auch echt mal überraschen kann. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn er das mal ausprobiert, auf nachmacht. Auf dem Grill macht man es ja nicht so oft, aber wir haben halt gezeigt, dass es geht. Man kennt das aus dem Backofen, aber es ist wirklich keine schlimme Sache. Genau. Ja. Und ansonsten, wie immer, wenn wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Irgendwo da oben könnt ihr uns, glaube ich, dann auch abonnieren. Das Rezept gibt es bei uns wie immer auf der Homepage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Gerti und Mogi. Ciao. Tschüss. Das war gut.